Beide nicht erschwert, dann würde ich das versuchen. Würfel erstmal die Kletternprobe. Dann ist eine Schleichprobe um 5 erschwert. Huch. Boah. Ja, dann kannst du sehen, wie... er klettert auf alle Fälle, reißt sich dabei allerdings auch irgendwas von seiner Kleidung Sendest, auf. aber wir hören nichts. Genau. Du reißt dir irgendwas von der Kleidung auf und dann stehst du oben auf dem Hausdach. Die Kamortgarde steht dann an der Häuserwand, nachdem sie dann einmal rumgegangen sind und können da dann auch erkennen, wie da wohl, naja, was an so einem Nagel hängen geblieben ist. Das ist wohl ein Gewand oder ein lumpiger Fetzen von Ephadaios. Blicken sich ja mal um, Nachtwinde gezogen und orientieren sich. Du müsstest jetzt auf alle Fälle vom Hausdach verschwinden, denn sonst bemerken sie dich jetzt gleich. Die andere Hausseite, die ist das quasi auf der Stadtseite oder wo ist es? Ja, also du kannst es dir auf alle. Was heißt Stadt? Ich muss das gerade mal einzeichnen. Dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen klarer. So. Das ist jetzt irgendwie das Haus. Jalan steht in einiger Entfernung, also ich hatte eben gesagt 35 Meter, zu diesem Haus steht er jetzt im Feld und ist weiterhin abgeduckt. Das heißt, also das ist jetzt nicht alles irgendwie geeicht oder so. Zwei Kamortgardisten, die jetzt hier stehen und zu diesem Nagel gucken und sie orientieren sich gerade, das heißt, sie blicken einmal rot rum und wenn du nicht jetzt von dieser Kante verschwindest oder sie anspringst, eins von beidem, dann decken sie dich. Das heißt, entweder du schächtest hierhin, die Stadt würde sich dann irgendwo hier befinden. Ja, müsstest du dich jetzt entscheiden. Okay, hat das kleine Häuschen da irgendwie eine Einstiegsluke, dass man in das Haus reingeht oder einen Nicht von Schornstein oder oben. so? Nee, so weit ist es noch nicht. Das ist jetzt ganz grob gezimmert. Flachdach in dem Fall. Dann würde ich hier auf der anderen Seite unterspringen wollen. Gleich runterspringen oder erstmal oben stehen bleiben? Also wie meinst du, dass sie mich sehen könnten? Ist das irgendwie ein Schrägdach Nee, also und das ist ein Flachdach und du musst jetzt einfach nur von dieser Kante weggehen. Es reicht dann halt, wenn du in die Mitte gehst oder auch auf diese Seite, dann sehen sie dich eben von da aus nicht mehr. Das ist dann einstöckig in dem Fall und ja, einfach kurz okay, verschwinden. das würde ich machen. Gut. Ja, Jalon kann sehen, wie die beiden Kamortgardisten dann immer noch mit Nachtwinden gezogen in Richtung der Arbeiter auf dem Feld gehen, die hier irgendwo stehen und sich dann mit denen unterhalten. Ja, ich lasse nervös den Pfeil wieder vom Bogen runter. Drück mich nochmal ein bisschen mehr an den nächsten Baum und versuche gleichzeitig Evandaius und die beiden Gardisten im Auge zu behalten. Okay. Dann taucht Wascha gerade auf. Und sie ist, wie gesagt, genau neben dem Steg. Du kannst auch sehen, wie jemand von dem einen Mast, der gerade herunterguckt. Das Schiff der Alanfana ist ein bisschen weiter weg. Hatten sich wohl gerade irgendwie unterhalten. Und Rico ist unter dem Steg und relativ gut versteckt. Und du ein paar Meter davor oder. Ich sag jetzt mal, 1 Meter davor kommt dein Kopf wieder nach oben. Kannst in das Gesicht eines etwas älteren Mannes gucken, um die 40 Jahre, kurzgeschorenes, leicht angegrautes Haar. Moin, moin, Lady! Was verschafft mir die Ede? Meerjungfrau? Ich sagte, auf welcher Sprache er mich anspricht. Mittelreichisch. Okay. Oh, verdammt. Leicht thulamitischer Akzent auch drin. Also, er ist sicherlich dann irgendwie in den Thulamidenlanden groß geworden. Ich gucke meine Sprachen durch, ob ich irgendwas sprechen kann, wovon er denkt, ich verstehe ihn halt einfach nicht. Also, dass ich auf irgendeine Sprache antworte, die er nicht kennen kann. Aber wenn du jetzt sagst, Ja, er du spricht kein überlegst. Drei, Nichts. zwei, So. eins. Ich sag erstmal gar nichts. Ja, er guckt dich weiter an. Lehnt sich so ein bisschen über die Reling rüber Kann und Rodrigo da schaut dich versuchen, jetzt so. schnell unterzutauchen, bevor er dann gesehen wird, und dann so ein bisschen weiter in den Steg hineinschwimmen, in der Hoffnung, dass sie jetzt kurz eine Ausrede findet oder aber ja, er dann gleich zu den Waffen greifen muss. Ich möchte ihn auf Moorisch ansprechen. Ich möchte auf Moorisch sowas sagen, wie ich verstehe nicht. Oh,
Moorish. Was bist du denn für einer? Antwortet er auf Moorish. Es klingt sehr gelernt. Also kannst du auf alle Fälle raushören, dass er kein Moor ist. Klar, er ist auch Mittelreicher irgendwie oder irgendwie im Tulamidischen Lande, wie gesagt, leicht gebräunt oder leicht graue Haare. Ja, und jetzt? Kommen wir erstmal raus aus dem Wasser. Kann ich noch hinter ihm weitere Männer sehen oder ist er da alleine erstmal? Also du kannst nicht auf das Deck raufgucken. Er steht da gerade über die Reling rübergelehnt auf seinem Heck und keine Ahnung, wer da noch alles ist. Dann zeige ich mal ängstlich mit dem Finger so quasi in Richtung über seine Schulter, guckt da mal, als würde ich irgendwie jemanden sehen, gucke ihn wieder an. Ja, das ist mein Schiff. Guck mal neugierig und würde dann mal Anstalten machen, so langsam zu ihm rüber, mal aus dem Augenwinkel gucken, ob ich Rodrigo sehe, also ob er gut genug versteckt Wenn ist. Rodrigo sieht, wie du da sozusagen hingehst, siehst du, wie Rodrigo ja den Kopf energisch schüttelt Er von links wirft nach rechts. dir einen Tau runter, wo so auch Knoten drin sind, da könnte man also relativ einfach dann nach oben klettern. Komm erst mal raus aus dem Wasser. Aber Blick rüber zu Rodrigo. Der sieht sehr unglücklich aus, schüttelt aber weiterhin den Kopf, sagt aber nichts, damit man ihn nicht hört. Also eigentlich suche ich hier unten was. Perlentaucher, ja, das kenne ich von den Moas. Aber hier sind keine. Glaube Nein, ich habe was verloren. Den Moas, Ring meiner was? Mutter. Er ist sehr wertvoll. Wisst ihr, das Wertvollste, was ich besitze. Und er ist weg. Guck Würfel mal mal unter eine mich, ganz unglücklich. Überreden-Lügenprobe, erschwert um 5. Okay. Ich würde dann direkt mal mir noch 4 Punkte dazu holen. Ja, du möchtest Meisterhandwerk. Fünf erschwert hast du gesagt, ne? Drei Ja, Punkte vier Erleichterung, wenn ihr erschwert. herausragend und aussehen, Ja, ich weiß ist also nicht, zwei was Punkte das sein. Erleichterung. Denkt an zwei Punkte Erleichterung ist minus zwei. So, wirf die Probe. Boah, Ja, Gott sei Dank habe ich. ja, gar kein Problem. Er hat Sie ja hat auch aber noch eine minus. Menschenkenntnis dagegen. Sie hat aber vier Sternchen mehr. Sie hat mal wieder es falsch gemacht. Bei Schwimmprobe hast du es auch schon falsch gemacht. Minus ist Erleichterung, nicht plus. Ja, wie Aber ich gesagt, habe doch er eine hat auch eine 5er Erschweren, Menschenkenntnis. das hat er doch gesagt. Und dann Ja, die und 3er Erleichterung wegen herausragender Auswirkungen und 2er Erschweren, so nicht. du hast doch Ach so, du hast dein gemeistert. THW schon direkt erhöht, wegen meinst du hier? Ja, das machen Ah, wir. okay, du hast dein THW erhöht. Okay. Och, Kinder. Das habe ich doch Ja. immer so gemacht bis jetzt. Ja, das hört sich an wie ein Seemannsgarn. Wie ein Seemannsgarn. Du solltest dich nicht von der Kamotgarde gerade erwischen lassen, denn die mögen sowas gar nicht. Also, komm mal raus aus dem Wasser. Guck noch mal zu Rodrigo rüber. Ja, er spricht weiter Moorisch, ne? Rodrigo versteht kein Wort. Moorisch. Er schüttelt immer nur weiter energisch den Kopf, was auch immer du tun willst, Er würfelt jetzt dem Mann mal da eine entgegenzugehen. Sinnschärfeprobe. Was guckst du denn darüber? Zum Steg. Kurze OT-Frage nochmal. Haben wir uns darauf geeinigt, Rodrigo, dass wir da in Nein, Klamotten nein, durch nein, das nein, hier Wasser wird ja, schwimmen? nein, nein, hier wird nichts OT. Dann sind wir nackt oder sind wir nicht nackt? Also Rodrigo hat auf jeden Fall jetzt hier seine Streitaxt am Gürtel hängen, aber die hat er nicht in der Hand. Die hat er sozusagen richtig festgemacht, dass sie sozusagen einfach nicht rausfallen kann beim Schwimmen. Also wir sind Wir voll sind voll. bekleidet dahin geschwommen, das wollte ich nur wissen. Ja, mit eurer gammeligen, Genau, rustlosen Vieh die aus Kleidung dem. wäscht sich jetzt gerade aus durchs Meerwasser. Okay. Ja, dann nochmal so ja, 2 Meter näher ans Schiff ranschwimmen. Ich kann ja gar nicht schwimmen. Also ran paddeln. Ja, so Hunde kraulen. Und was mache ich dann bei euch oben auf dem Boot? Ja, weiß ich nicht, aber das hört sich wie gesagt gelogen an. Du suchst nicht nach Perlen. Ich suche auch nicht nach Perlen. Ja, wie gesagt, komm mal raus da. Wenn die Kamotte gerade dich erwischt, wie du da rumpaddelst, dann kommst du da ganz schnell in Erklärungsnot. Na gut, eigentlich suche ich nur was zu essen. Fische. So wie du schwimmst, glaubst du, da fängst du Fische? Naja, ich habe nicht besonders Lust in der Stadt rumzulaufen und danach Essen zu suchen. Und wenn man ziemlich Hunger hat, dann ist man auch bereit, hier rumzupaddeln und nach Fischen zu suchen. Guck mich nochmal um. Ja, du, wie gesagt, komm mal hoch und dann, ich habe hier auch gutes Essen bei mir, gar kein Problem, komm mal hoch. Bist du da allein auf dem Schiff? Natürlich nicht.
Wie viel sind da noch? Sag mal, Mädchen, willst du mich aushorchen? Bist du eine Sympathisantin von dem Mother's Corner? Nein, überhaupt nicht. Aber als Frau allein auf ein Schiff voller Männer zu gehen, ich meine, auf Schiffen sind meistens nur Männer, das ist auch nicht gerade klug. Er fängt so ein bisschen die Augen. Okay, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber wenn du jetzt hier nicht raufkommst und zwar in 3 Sekunden hier neben mir stehst, dann rufe ich die Wache. Na gut. Und während du nach oben, während du nach oben Rodrigo sucht sich einen anderen Weg, um irgendwo hochzukommen, um das Ganze irgendwie vielleicht beobachten zu können. Aber er wird erstmal so ein bisschen weiter wegschwimmen, um sozusagen dann irgendwo sich anders vielleicht hochziehen zu können, um von dort aus eine Chance zu haben. Er will auf jeden Fall nicht an der Stelle hoch, wo sie gerade hingeguckt hat. Ja, gar kein Problem. Wie gesagt, du bist ja schon unter dem Steg, kannst dich dann auch unter dem Steg in Richtung des Festlandes pirschen oder zwischen den Schiffen irgendwo hochziehen, wenn du willst. Zwischen den Schiffen, genau. Gucken wir uns zwischen den Schiffen. Wascher kann erstmal nach oben klettern, das ist mit diesen Trittdingern überhaupt, also kommst du halt da einfach hoch und das gelingt dir dann. Was hast du denn dabei, außer deiner Kleidung? Eigentlich denke ich mal kaum was, vielleicht noch einen versteckten Dolch. Versteckten Dolch. Weil ich den Rest wahrscheinlich bei Rashika und im Lager gelassen habe, also gut. Möglichst wenig dabei. Alles klar. Dann kommst du gerade nach oben geklettert und kannst an Bord, also auf dem Achterdeck, 2 weitere Matrosen erkennen, die da wohl gerade mit Tauen aufwickeln beschäftigt sind, also übliches Matrosenzeug zu. Rodrigo pirscht sich unter dem Steg zwischen den Schiffen hindurch, es sind 3 Stück, das hatte ich schon gesagt. Du darfst auch nochmal eine Seefahrtprobe machen, sie ist nicht erschwert, weil du direkt neben dem Schiff bist. Ja, alles hochseetaugliche Schiffe, hatte ich bereits gesagt. Eine alanfanische Galeere, eine Zedracke, die wohl von Hafaias bemannt ist. Zumindest kannst du die Symbole der Borberadianer erkennen. Und ein, ja, das ist das kleine Boot, einmastig. Keine Beflaggung, keine Zugehörigkeit. Das könnte ein Schmuggler oder ein Pirat sein oder ein Händler. Dann wird man sich mal da sozusagen jetzt hier an dem Schiff sozusagen erstmal sozusagen auftauchen, direkt neben dem Schiff, direkt am Schiff dran. Und dann einfach mal kurz lauschen, bevor man anfängt, sich hochzuziehen, weil vielleicht hört man direkt Leute, dann weiß man, sich da hochzuziehen ist keine gute Idee. Ja, du willst dann von der Stegseite kommen oder einmal unter dem Schiff durchtauchen und dann von der Meeresseite kommen? Dann von der Meeresseite, wenn da jetzt sozusagen sonst keiner von der Seite aus gucken kann. Okay. Dann einmal unter diesen, unter dem seepockenvernarbten Rumpf des Schiffes einmal entlangtauchen und wir geben weiter an Ephadaios und Jan. Ja, da ich zum Glück nicht sehe, was unten am Pier passiert, wird es mir im Moment noch ersparen, mir meine Haare auszuraufen. Und ich beobachte erstmal weiter die Sache. Ephadaios muss ich da alleine ein Bild machen. Ja, du kannst ihn auch sehen, wie er da oben auf diesem Dach des kleinen Hauses liegt, abgeduckt. Damit er dann nicht gesehen wird, weil wenn er offen herumsteht, das ist dann natürlich auch sehr offensichtlich. Ephadaios kann auf den, naja, wirklich in Mitte des Platzes gibt es nicht. Es ist kein Brunnen zu sehen, nur matschige, ausgetretene Wege. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr neue Holzbauten. Und das Schiff, was wohl aufgelaufen ist, sieht aus wie eine Taverne. Du kannst sehen, wie da der Rumpf aufgeschnitten worden ist. Da ist eine Tür reingezimmert worden. Und da hängt dann auch ja sowas wie so ein typisches Tavernenschild dran, was da im Wind herumbaumelt. Und das ist eine Taverne. Boah, scheiße, das war aber gerade knapp. Ja, im Namen Efferts. Puh, liebreicher Fex. Schick mir doch etwas von deiner Gnade, von deinem Glück. Wirklich einen Glückssegen auf mich? Jetzt habe ich 9 Spielrunden lang Glück. Puh, wie viel ist gerade dort los auf dem Platz von gar der... Nix. Gar nichts. Null. Also die Türen sind zu, die Fensterläden sind teilweise geschlossen, es gibt aber auch keine Fenster. Wenn du irgendwo einen halben Laden mal offen sehen kannst, es ist eigentlich nichts los. Du kannst auf dem Schiff der Herr Fires ein bisschen was sehen. Du kannst in der Taverne ein bisschen, naja, Geschrei ist es nicht, aber Gemurmel kannst du hören, was da wohl durch die eingezimmerten Fenster und die Türen hindurchdringt. Kann ich von der Holzhütte, auf der ich gerade drauf bin, die Eingangstür sehen?
Dann würde ich gerne an der Stelle, wenn das nicht gerade hier ist, wo die Fires hingelaufen sind, unterspringen. Und in die Tür rein. Ja, die Tür ist nicht verschlossen. Du stehst dann, ja, es ist so ein kleiner Hausflur und auf der linken Seite kannst du dann eine sehr offene Küche erkennen und da steht dann auch ein Mann hinter. Und du kannst hinter einem Pfeiler auch erkennen, wie da wohl ein Mann auf einem Stuhl sitzt und gerade irgendwas isst an dem Tisch. Verzeihung, der Mann steht auf, schiebt seinen Stuhl einmal zurück. Was tut ihr in meinem Haus? Ich mustere ihn kurz und versuche einmal herauszufinden, welche Nationalität er hat, ob er Maraskaner ist und er spricht ja. Mittelreichisch. Reichisch. Also Gareti. Gareti. Effa zum Gruße, mein Herr. Ich verstecke mich bei euch. Effa zum Gruße. Er kneift die Augen so ein bisschen zusammen. Ist das dein Ernst? Mustere den anderen einmal, der da im Raum ist. Ja, Frau, die da eben an der Küche stand und die greift sich jetzt irgendein Messer, was sie in der Küche braucht. Okay. Sieht man hier irgendwelche Götzen oder, weiß nicht, Travia-Symbole oder so etwas? Nee, wenig. Okay. Das Gegenteil vielleicht? Ja, doch. Du kannst über dem Kamin kannst du so einen kleinen 7-Stern erkennen. Ich verabschiede mich. Guten Tag. Moment. Ist das dein scheiß Ernst? Du kommst hier rein in mein Haus, willst dich hier verstecken und grüßt dann auch noch mit Effort? Ja, ich gehe aber trotzdem durch die Tür rückwärts wieder raus und würde dann hier längs sprinten und abhauen. Okay. So 1, 2, 3, 5 Sekunden später öffnet sich die Tür. Du kannst, weil du schon um die Ecke herum bist, kannst du nicht genau erkennen, was da jetzt passiert. Aber du vermutest, er blickt sich um und findet keinen. Und dann, während du gerade durch den Farn hindurch hechtest, kannst du hören, wie er einmal laut Wache schreit. Ja, die Gamma-Gardisten würfeln nochmal Sinnschärfe-Probe. Du würfelst eine Sich-Verstecken-Probe dagegen. Mhm. Und wie weit sind die von mir weg? Die 273, Alter. Ja, ich sag mal wieder 30 Meter. Ich könnte... Höre ich erstmal den Ruf aus dem Dorf, Wache, oder sehe ich nur wieder... Ja, doch, also das ist laut genug gebrüllt. Die Gamma-Gardisten drehen sich von den Maraskanern weg und erkennen auch Ephadaios. Das ist leider gar kein Problem. Und dann Nachtwinde hatten sie ja bereits gezogen, sie würden dann zum Sturmangriff setzen. Ich möchte schießen. Okay. Pisse. So, was hatte ich gesagt? 30 Meter, du kommst mit dem Sturmangriff, sind zwei Aktionen, mach gleich mit Wascher weiter. Geschwindigkeit 8. 8 mal 30. Meines Erachtens, nächste Kampfrunde ist erst nach 5 Sekunden. Zunächst mal darf ich einem davon ja wohl einen Pfeil zwischen die Rippen setzen. Genau, du hattest, also sie wären dann in der nächsten Aktion da, oder nee, in der nächsten Kampfrunde wären sie da. Einer würde auf alle Fälle in Richtung von Ephadaios Sturm angriffen, der andere auch. Wenn du allerdings aus dem Gras hochschnellst, ändert der noch seine Richtung und würde dann auf dich Sturm angriffen, weil, ja, die Richtung kann er dann noch ändern. Du kannst dir jetzt aussuchen, wen du angreifst. Dann muss Ephadaios wohl erstmal alleine klarkommen. Okay, dann greifst du den hier. Warte, ich kann es gerade nicht sehen, aber ja. Den hier, da ist nur ein, du hast gar keine sichtbar. Wir spielen doch die ganze Zeit ohne Tokens, also nur die Helden-Tokens. Okay. Ich sehe nichts. Jetzt sind da Kamera-Gardisten aufgetaucht, ja. Ah, hallo ihr Lieben. Ja, ich würfel dir erstmal und wir gucken dann, wie die Erschwernisse so kommen. Ja, genau. Ja. Alles klar, Schaden. Das ist sogar, ich muss gerade gucken, ist das ein bestätigter, menschengroß? Ja, 11 drunter, ist wahrscheinlich bestätigt. 11 drunter ist bestätigt. Ja, doch, ja, genau. Ich wollte die Reichweite von 11 groß, ist egal, ja. Dann doppelter Schaden.
Würfel vorher nochmal eine Sichtversteckprobe, dann können wir nochmal gucken, ob du sogar einen dreifachen Schaden machst oder so. Okay, eine Bei Sekunde, sich Angriffen verstecken. aus dem Hinterhalt, dann kriegst du nochmal eine minus 8 und so Blödsinn. Für Oh, einen das Reichweiten sieht, Schuss. das ist eine dreifach 20. LOL! Scheiße! Jo, Die SE will ich haben. eben schon drüber gesprochen. Fuck, warte, ich muss, warte, stopp, ich muss mein Handy holen und ein Foto machen. Ja, ich überlege gerade, warum, also was da gerade elementar schiefgelaufen ist. Okay, du springst aus dem Gebüsch. Ephadaios hat dich eben noch nicht gesehen. Dann schreist du einmal laut: Ephadaios, hier bin ich! Und beide Kammergardisten stürmen nicht auf Ephadaios, sondern auf dich an. Du darfst auf alle Fälle trotzdem den doppelten Schaden machen. Sekunde, ich muss erstmal, okay, Bild habe ich gemacht. Ach du Schande, Was ist das das reicht doch ELS? nicht. Clear Screen, damals der Befehl bei DOS, Ach bei so. diesem. Okay, erstmal, ich krieg 2 von der Reichweite. Dann würfel ich. Das sind 5, das sind 7, das sind 14. Denk dran, dass ich mit gehärteten Pfeilen schieße. Also Ja, rüste meine gehärtet, Dudes. und das sind die Werte vom Echsenbogen, ne? Das sind die Werte vom Hexenbogen. Gut. Das heißt, du machst jetzt wie viel Schaden? 14, Rüstung halbiert, Wundschwelle um 2 gesenkt. Ist das schon der doppelte Schaden durch die Das ist 1? der doppelte, ja. Okay, dann ist das ja gar nicht so viel. Ja, die haben irgendwie eine Wundschwelle von, ich Warte, sag warte, mal. warte, nein, nein. Ach, Frosty, tut mir leid, ich bin doof, da kommen noch 5 drauf. Ich wollte gerade sagen, also Ich, das ist für den ja. doppelten Schaden, das ist echt wenig. Ich habe unten halt die 2 eingetragen und dann hatte die automatisch 5, die drin sind, nicht mitgekriegt. Ich Also, schwöre, eines Tages lerne ich dein Tool so überleg benutzen. nochmal, wie viel Schaden du machst. Ich weiß es, das sind Normal. 12. 12 12, verdoppelt 12 halt. normal, also 24. 24. Dann hast du ein, also die haben eine Wundschwelle von 9, Also minus jetzt habe 2 sind7. 7. Rüstungsschutz ist 5. Das heißt, du machst jetzt 24 minus 5 sind 19. Rüstungsschutz wird halbiert, weil gehärtete Pfeile. Sind 3, 25 hatten wir gesagt, nee, 24, ne? 24. 24 minus 3 sind 21. So, Reicht dann für haben sie Wundschwelle 7 zwei Wunden. und eine automatisch durch den Crit. Drei Wunden in die Brust, also Dann 3W6 Schaden. hast du Brust gewürfelt? Nee, Achso, nee, nein. stimmt, Nee, gar nicht, das gar ist der nicht. Trefferzonenwürfel von Rodrigo. Ich habe einfach gewürfelt, weil er nicht gewürfelt hat. Ja, dann Mit hast du selber Vorsicht. Schuld. Nee, dann hast du jetzt selber Okay, Schuld. dann habe ich selber Schuld, Dann natürlich. das rechte Bein, beschreib die Szene. Ja, springt auf, hat natürlich vorher seine Position bekannt gegeben, ruft nochmal wahrscheinlich etwas zu laut: Rondra, vergib mir, als er dem Typen in den Rücken schießen will. Lässt den Pfeil los und weil er sich natürlich umdreht, trifft es ihm nicht wie gewollt in der Brust, sondern irgendwo knapp unterhalb der Hüfte ins Bein. Was allerdings scheinbar auch ausreicht, denn er schreit einmal laut auf und vielleicht oder vielleicht nicht stürzt er vornüber. Das muss Rosti wissen. Ja, definitiv. Trag dir nochmal bitte die normalen Lebenspunkte ein, weil dein F-Trank ist auch wieder nach 2 Wochen weg. Ja, er bricht auf alle Fälle zusammen. Und dann hast du quasi noch eine Aktion, bevor er bei dir ist. Lasse meinen Bogen fallen und ziehe mein Schwert. Hast du schnell ziehen? Nein, aber ich kann mit einer einfachen Aktion ziehen, richtig? Ja, könntest du. Und fallen lassen ist eine freie Handlung. Dann geht aber der Bogen kaputt. Also nicht unbedingt, aber der Bruchfaktor erhöht sich. Sonst müsstest du ihn ablegen für eine Aktion. Das muss ich leider in Kauf nehmen, denn ansonsten fresse ich gleich einen Sturmangriff und das will ich nicht. Okay, dann kann Ephordaios sich noch überlegen, was er tun will. Du sprintest auf alle Fälle von da dahin. Du hast noch eine Aktion, was willst du tun? Meine Waffe ziehen. Deine Waffe ziehen. Dann Effort Bart. Dann bekommt Knack. jetzt Yalan einen Sturmangriff ins Gesicht. Den er natürlich reparieren möchte. Ja, der Elfenbogen, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht der Elfenbogen, der Echsenbogen wird von dir fallen gelassen. Da liegt wohl irgendwie gerade ganz ungünstig ein Stein und du kannst sehen, wie es einmal knackt, die Sehne reißt. Die Opfer, die man bringt. Und dann bekommst du einen Sturmangriff ins Gesicht. Berühren wir erstmal. Wo ist mein Schwert? Hier ist mein Schwert. Oh, hätte ich probiert. Ich lasse ihn noch irgendwie gerade so entlang meines Schwertes abgleiten. Und versuche oder halte an, mich nicht mit ihm zusammen umzufallen, wenn er jetzt gleich in mich reindonnert. Dann können wir jetzt einmal gleich die Initiative auswürfeln. Karmokadis, Kam.
Initiative wird 15 sein, 15 und 1 W6. 20. Ich habe auch 20. Alle 20. Wie ist seine Basis? Seine Basis ist 15. Dann darf ich zuerst anfangen. Weil meine Basis ist 16. 17 mit Waffe. Möchtest du denn vorziehen? 3, 2. Ja, möchte ich. Und zwar, weil meine Ini ja höher ist. Meine Ini muss höher sein, um meinen Ausfall einzuleiten. Reicht das, wenn sie bei 20 ist und nicht die höhere Basis habe? Sie ist nicht höher, nein. Okay. In diesem Fall warte ich ab, was er tut. Okay, dann warte doch bitte ab und sag nicht, du ziehst vor. Tut mir leid, ich musste halt die Frage erst stellen, damit ich weiß, ob ich vorziehen kann. Und okay, das ist richtig. Zählt. Er macht 2 Angriffe mit dem Nachtwind auf dich. Gut, dann pirre ich wohl zweimal. Okay. Hier ist der erste. 2 ist ein Feuerschwert. Zweite ist dann nicht geschafft. Trifft er die zweite? Sein zweiter Angriff ist auch nicht geschafft. Er kriegt auch 4 Schwertes auf die Attacke. Okay. Ich gebe ihm einfach mal Kampfreflexe, also umwandeln ist dann gar nicht das Problem für ihn. Kampfgespür. Auch mit Kampfgespür bezahlst du die Kosten für die Umwandlung. Also hast du die Erschwernis? Ich dachte dann nicht mehr. Nö, nur bei weiterhin Kampf ist das Umwandeln nicht erschwert oder defensiver Kampfstil. Mhm. Oder auch so. Okay, gut. Ja, dann ist der zweite nicht geschafft, dann hast du zweimal pariert, der Verdaios kann auch was tun. Ich gehe in den Nahkampf und mache eine Attacke. Und zwar einen gezielten Stich plus 4. Ja, gezielter Stich, dann würfel mal. Eine Erleichterung, weil Überzahl. Nein. Gut, dann ist deine nächste Aktion, glaube ich, um 8 Punkte erschwert, oder? Um die Ansage um 4. Nur um die Ansage? Genau. Das immer nur um die Ansage. Ist egal, du kannst es handhaben, wie du willst. Ich persönlich mache das auch immer so, dass ich sage, dass die Erschwernis eben die Erschwernis ist, die Eva da jetzt bekommen hätte insgesamt. Okay, weil also ich wollte gerade sagen, wenn du eine gezielten Stich machst, dann musst also du. Also er hat den gezielten Stich angesagt plus 4, das verstehe ich nicht ganz genau. Im Sinne von 4 Punkte Parade senken oder was war das plus 4? Normalerweise ist die Ansage beim gezielten Stich eine Finte. Also du musst eigentlich nicht finden. Genau, das heißt, also er hätte schon mal 8 Punkte Erschwernis plus halben Rüstungsschutz von 3, weil 5 halbe sind genau, ja 3. Genau, 5 halbe, richtig. Also ich sage euch, wie ich es gewürfelt habe. Ich habe das mit nur der Erschwernis von dem gezielten Stich gewürfelt. Also gut, dann hast du schon mal falsch gewürfelt, denn nur die Erschwernis von dem gezielten Stich sind ja schon alleine 7. Genau, also du hast 4 für den gezielten Stich und die halbe Rüstung sind 3, sind also 7. Und dann hast du nochmal eine zusätzliche Ansage plus 4 reingesagt. Sind dann Erschwernis von 7 plus 4 sind 11. So habe ich es verstanden. So ist eigentlich auch richtig, meine ich. Was? Genau. Ansonsten ist es nur der gezielte Stich. Du hast gesagt plus 4. Die Grunderschwernis beim gezielten Stich ist schon mal 4, immer. Ja. Und dann kannst du dir nochmal plus oben drauflegen, in deinem Fall 4, was eine Finte ist. Wären wir schon mal bei 8. Aber der gezielte Stich wird auch noch um die Hälfte der Rüstung deines Ziels erhöht. In diesem Fall Hälfte von 5, 2,5 wird aufgerundet zu 3. Sind wir dann, wenn wir das zusammenzählen, bei 11. Okay, also bekomme ich jetzt gleich 11 Erschwernis und nicht nur meine eigene Ansage. Darüber müssten wir uns zanken. Ich bin für eigene Ansage. Also 4. Ja, ich bin für 11. Ich bin auch für 11, denn im Endeffekt, das ist ja ein selbst gewähltes Manöver. Richtig. Freiwillig selbst gewählt. Selbst wenn wir sagen, dass es nur 7 wären, weil es eben sozusagen, weil er es mit dem plus 4 falsch angesagt hat, weil das ein Spieler versehen war, sind es trotzdem 7. Genau, also die 7 kriegst du auf alle Fälle für die Zukunft können wir auf alle Fälle festhalten, dass ein gezielter Stich sowieso immer plus 4 ist und die müssen nicht nochmal angesagt werden. Gut, gucken wir uns gleich an. Wir geben jetzt erstmal rüber zu Wascher, bevor wir dann die nächste Kampfrunde abhandeln.